Das ist gut aus. Siehst nicht. Jetzt schaut's gut aus. Und du? Scheiße, Mutter. Herzlich willkommen zu einer neuen Schulstunde von der DHC Freunde Bayreuth. Nach dem Intro geht's los. So, dann gibt's einmal eine ernste Schulstunde. Eine ganz ernste Schulstunde. Ohne irgendwelchen Quatsch. Kat. Fangen wir nochmal ganz vorne an. Bist du deppert. Ernste Schulstunde! Was machen wir? Okay, der Ernst ist vorbei. Wir machen es einfach so wie immer, ne? Wir haben Draxas Funke, TQI und Draxas Empfänger. Das ist der Amiibi Booster. Aber wir brauchen da einen Draxas Empfänger, dann kann ich mit der Draxas Funke fahren, logischerweise, ne? Und da haben wir einen Kyosho Surfer. Da bauen wir auch einen Draxas-Empfänger rein, weil die Teile kommen auf Gran Canaria. Und da ich Gepäckprobleme habe, dass das Ganze zu viel Equipment ist und so, müssen wir eine Funke machen für zwei Teile. Und das geht halt mit der Draxas-Funke recht gut. Und einen Empfänger habe ich schon verbaut, den müssen wir nur noch binden. Binden ist ganz easy, einfach. Das stecken wir mal zusammen da. So, dann schalten wir mal die Funke ein. Müssen wir da oben den Set-Knopf drücken und Funke einschalten. Und dann blinkt das rot. Und beim Auto machen wir es genauso. Dann haben wir den Empfänger, das Eisenknopf drauf. Den drücken wir und schalten wir das Ding ein. Jetzt blinkt das grün oder leuchtet das grün, das leuchtet auch grün. Zack, vorwärts, geht. Rückwärts, geht. Schauen wir mal die Lenkung über. Seite, Lenkung ist falsch rum. Okay, zum Lenkung umkehren Funktion. Müssen wir schnell bei Google fragen, ne? Ey, warte, das haben wir gleich. Werbung. So, probieren wir es einmal. Wir haben gerade gebildet bei einem amerikanischen YouTuber, ne? Und ich verstehe kein Englisch, ich muss nicht nur das machen, was er da gemacht hat, ne? Hä? Dann blinkt er jetzt raus. Ne, machen wir speichern. Also, Name. Menüpunkt, Knopf 3 Sekunden halten. Dann Name drücken. Dann zweimal. Oder dreimal. Scheiße. Wollen wir wieder beim Ernst der Lage warten, ne? Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Also für 3 Sekunden Menü halten, dann einmal Menü drücken, dann 1, 2, 3. Und dann macht ihr das so und drückst nochmal. Dann geht es so. Also viermal drücken und mit Speichern wieder Menü drücken. 3 Sekunden halten, zack, speichert. Wenn da ausgeschaltet wird, wieder einschalten. Passt, ist gespeichert. Letzten Check, bevor das losgeht. Und einmal auf 3S. Ich hoffe, der macht das gut mit. Räder sollten angezogen sein, nehmen wir mal vorsichtshalber noch Muttern mit. Ich bin sicher, nicht, dass ich eine Mutter verlöse. Du siehst, dass wir jetzt einen TQI-Empfänger gebaut haben. Haben wir natürlich da jetzt
Spurhalteassistenten. So da vorher nicht gehabt. Wir haben da Paddlerreifen drüber, weil der muss in die Sanddünen von Gran Canaria ein bisschen anheizen. So, jetzt machen wir erst einmal einen Surfer. Einbau ist er schon. Set und einschalten. Dann stipselt man einmal diesen da. Er fährt mit 2S. Mit 3S habe ich auch schon probiert. Aber mit 3S, glaube ich, überlebt er den Ausflug nicht. Also da auch wieder Knopf drücken, einschalten, blinkt grün, passt. Ich glaube, da ist richtig eingestellt. Okay, passt. Check geht. Das Empfängerbinden von der Draxas-Funke ist einfach easy peasy, ne? Kiosho hat den Empfänger nur in der Plastiktüten reingetan, ne? Wir machen das jetzt auf die Oldschool-Variante mit Luftballon. Habt ihr unten in die Kommentare geschrieben, dass man das auch so machen kann. Das probieren wir jetzt einmal. Wollte ich immer schon mit Mord. So, jetzt müssen wir den da eh nicht pullen. Naja, es geht schon. Da wird man jetzt besser dran, glaube ich, wenn wir zu zweit werden. Der Robert ist nicht da. Der Mirko ist nicht da. Ich bin ganz alleine. Ja, geh, legt's mir doch am Arsch. Also in das Zimmer. Ah, Scheiße. Es war so klar, dass das nicht einfach so funktioniert auf die Schnelle. Entweder stimme ich jetzt blöd. Ja, Blutswagen eigentlich drin, ne? Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie man das normal macht. Gibt es da irgendeinen Trick dabei? Jetzt versucht. Ich glaube, wir haben es geschafft. Antenne mal raushängen. Jetzt weiß ich auch, warum die von Kiosche das mit einer Plastiktüte gemacht haben. So, jetzt ist es hübsch. Gut festzuhängen. Ja, das sollte jetzt eigentlich nichts mehr. Nichts mehr reingehen. Schaut, jetzt haben wir ihn drin da. Ein Empfänger. Der Empfänger, da liegt frei, da gibt es keine Box nicht. Aber den lassen wir einfach nicht ins Wasser reinfahren. Ne? Der wird nur im Sand gefahren, sagen wir. So, das war's. Genau. Ich hoffe, es hat euch ein wenig bilden können. Das war eine ganz ernste Schulstunde, ne? Bis auf ein paar Aussetzer. Aber ich darf mal sagen, der Ernst hat heute frei gehabt. Apropos frei, nächste Woche ist Nikolaus. Schaut unbedingt vorbei, 5. und 6. Dezember. Wir haben ein Nikolaus-Spezialdraht, 2 Tage Nikolaus-Session bei uns im Studio. Genau, wir haben für Amiwi ein bisschen was draht. Also wir haben ziemlich viele Produkte von Amiwi vorgestellt. Unser RC-Händler des Vertrauens, der Matze, hat einen Gutscheincode für jeden, der wohl über die RC-Freunde kommt. RC Freunde 5 eingeben, dann gibt es 5% Rabatt auf alles. Ich packe jetzt alles in meinen Koffer rein. Wenn das Video da ist, dann bin ich schon in die Sanddünen und check einmal das ab, wie das Ding in die Wellen da funktioniert. Schauen wir mal, gibt ein paar Insta-Stories, glaube ich, und Insta-Bilder. Verfolgt uns auf Instagram, dann wisst ihr immer, was Sache ist. In diesem Sinne, haut rein, Freunde, Peace!